Ja, herzlich willkommen zur Developer Conference 2013. Wir sind sehr froh, dass ihr alle hier seid. Ich glaube, ein paar Leute fehlen noch, manche sind noch im Foyer. Mein Name ist Tarek Müller, das ist Sebastian Betz. Wir haben diese Konferenz vor 3 Jahren ins Leben gerufen. Aktuell arbeiten wir bei der Anteforte GmbH, manchen bekannt vielleicht unter dem Projektnamen Collins. Das ist ein Otto Group Startup, aber eigentlich unabhängig davon haben wir die Konferenz vor 3 Jahren ins Leben gerufen. Da waren wir noch in unseren eigenen Firmen aktiv, die jetzt eben von Otto Group gekauft wurden. Haben aber von Anfang an die Konferenz als unabhängiges Format ins Leben gerufen. Und insofern ist es eigentlich auch unabhängig davon, wo wir arbeiten, wollen wir diese Konferenz weiterführen und auch unabhängig behalten. Wir sind gestartet vor ziemlich genau 3,5 Jahren. Da haben wir uns Weihnachten zusammengesetzt beim Bierchen und darüber sinniert, wie sich so die Entwicklerbranche entwickelt und waren eigentlich so ein bisschen desperate, weil unsere Entwickler mal nach Hause gekommen sind von Konferenzen und gesagt haben, so ja, war ganz nett, aber irgendwie nächstes Mal weiß ich nicht. Und da haben wir gesagt, das kann auch eigentlich nicht sein, dass es keine guten Konferenzen gibt. Das hat sich mittlerweile auf jeden Fall geändert. Es gibt auch viele andere gute Konferenzen, aber das war für uns so ein bisschen die Initialzündung, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal versuchen, eine eigene Konferenz ins Leben zu rufen. Natürlich völlig blauäugig daran gegangen, irgendwie gesagt, ah, Weihnachten machen wir einfach in 3,5 Monaten, das sieht immer alles gar nicht so kompliziert aus, wenn man auf so einen Konferenzen rumrennt. Massiv unterschätzt natürlich alles, aber trotzdem funktioniert. Also in 3,5 Monaten unsere erste Konferenz auf die Beine gestellt, waren 300 Leute da, war noch ausverkauft, so auf den letzten Meter noch, hat uns mega gefreut und die Resonanz war halt auch so gut, dass wir gesagt haben, okay, ist nicht alles glatt gelaufen, aber das fühlen wir auf jeden Fall weiter und versuchen uns zum nächsten Mal zu verbessern. Letztes Jahr hatten wir dann schon 500 Teilnehmer, waren auch wieder ausverkauft, das letzte Mal, glaube ich, irgendwie 4 Wochen vorher oder sowas. Und haben unglaublich viele E-Mails gekriegt von irgendwelchen Leuten, die noch kommen wollten. Da haben wir uns gesagt, okay, dieses Jahr wechseln wir die Location, versuchen das ein bisschen größer aufzuziehen. Hat funktioniert, bis heute, bis jetzt zumindest. Wir haben gestern, ich habe vorhin noch aufgeguckt, wir haben ziemlich genau 1480 Anmeldungen, das ist echt mega krass, finden wir. Hätten wir gar nicht mit gerechnet, hatten auch massiv Muffensausen, als wir hier die Kosten vom Cinemax und Catering und so weiter auf dem Tisch hatten, dachten, ach du Scheiße, wenn sich da keiner anmeldet, haben wir echt ein Problem. Hat aber funktioniert zum Glück. Nichtsdestotrotz war es uns auch immer wichtig, dass wir eben allen Leuten ermöglichen, zu der Konferenz zu kommen. Deswegen gibt es Blogger-Tickets und deswegen gibt es vor allen Dingen auch stark rabattierte Studententickets. Und versuchen natürlich auch dieses Wachstum aufrechtzuerhalten, aber trotzdem auch zu schauen, dass wirklich jeder Zugang zu der Konferenz bekommt. Auch diejenigen, die vielleicht noch nicht im Job sind, um halt so ein bisschen Nachwuchsförderung noch zu betreiben. Das alles wäre aber auf jeden Fall nicht möglich ohne unsere Sponsoren. Ohne unsere Sponsoren müssten wir entweder die Ticketpreise massiv erhöhen oder irgendwie auf Studententickets verzichten oder Popcorn und Nachos streichen und so weiter. Und das wollen wir alles nicht. Und deswegen herzlichen Dank an Microsoft, Elasticsearch, Core Media, eTribes und Vessel Tracker. Vielleicht ein kleiner Applaus für die. Genau, wie wir trotz der Größe aber versuchen, auch diesen praxisnahen Anspruch und auch diese Idee, die wir eben beim Bierchen hatten, zu sagen, Mensch, irgendwie sind es auch meistens dieselben Leute, die auf Konferenzen rumrennen und Vorträge halten. Warum schreiben die eigentlich nicht mal Unternehmen an, die spannend sind? Und warum ist das meistens eher praxisfern und die Themenvielfalt hinkt so ein bisschen hinterher? All das versuchen wir eben nach wie vor aufrechtzuerhalten und dazu kann vielleicht Sebastian, der also Schirmherr der Konferenz ist und auch die Kuration der Talks vornimmt, vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Sehr gerne. Erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben 16 Themengebiete dieses Mal, haben versucht, die Talks in diese 16 Themengebiete einzugliedern. Dabei haben wir den Fokus darauf gelegt, dass wir innerhalb der Themengebiete eben sehr technisch nahe Talks haben, aber auch eben sehr IT-Projektmanagement-lastige Talks, sodass man, egal ob man Junior-Developer ist, Senior-Developer, Architekt oder IT-Projektmanager, am Ende der Konferenz irgendwie rausgeht und das Gefühl hat, was gelernt zu haben. Uns ist es extrem wichtig, oder wir merken immer mehr, dass das IT in den Fokus in ein Unternehmen zurück und das Ganze wollen wir natürlich auch fördern hier mit der Developer-Conference. Und aus dem Grund haben wir eben auch die Studententickets irgendwie nochmal sehr günstig angeboten. Und ich persönlich freue mich auf die Konferenz, denke, wir werden 2 coole Tage haben. Und Tarek wird jetzt noch ein bisschen was zum Thema Organisation erzählen. Genau, ich versuche es kurz zu halten, um euch nicht zu sehr zu langweilen mit diesen Themen. Es sind auch nicht viele Sachen. Ich denke mal, unser Programm habt ihr alle gesehen, sonst hättet ihr euch wahrscheinlich nicht angemeldet. Erstmal nochmal herzlichen Dank auch an unsere Speaker. Diese Speaker findet ihr alle, oder das Programm an sich findet ihr natürlich auf unserer Website, findet ihr auch in unseren Apps. Wir haben eine iPhone-App und eine Android-App. Und was uns ganz besonders gefreut hat, vor einer Woche ungefähr, hat sich einer bereit erklärt, auch eine BlackBerry-App zu machen. Für die jungen Leute, ja, BlackBerry ist auch ein Smartphone.
gar nicht so geringe Verbreitung noch. Deswegen nochmal herzlichen Dank an Ecke Gens, der das gemacht hat und auch echt in einer heiligen Geschwindigkeit. Der wird auch nochmal einen Talk halten nachher. Ja, einen kleinen Applaus für Ecke. Insofern hoffen wir, dass wenn ihr nicht gerade mit dem Nokia 3210 rumrennt, ihr auch von eurem Smartphone aus das Programm einsehen könnt. Dadurch, dass es ein paar Krankheitsausfälle gab, die jetzt spontan reinkamen, auch gesagt, scheiß Zeit jetzt gerade, Grippezeit, um irgendwie 6 Ausfälle oder sowas, was aber, finden wir, noch okay ist von 120 Speakern. Es gibt auch Programme, die aushängen vorne, also wenn ihr raucht, irgendwie vor dem Kino, und auch in dem Kino hängen so ein paar Plakate. Das sollten eigentlich immer die aktuellsten Programmübersichten sein. Das heißt, schaut darauf oder ladet euch eben die App runter. Der Vorteil der App ist, dass ihr euch da eben euer individuelles Programm zusammenstellen könnt und dass ihr da eben auch nochmal Informationen einsehen könnt, was die Speaker betrifft, irgendwie die Beschreibungen und solche Geschichten. Aber wie gesagt, falls mal irgendwie eine Verschiebung stattfindet oder falls mal ein Talk ausfällt, seht uns das bitte nach. Das hat nicht immer hingehauen. Und wie gesagt, schaut einfach auf diese Plakate. Die sollten eigentlich mal am aktuellsten sein. Vielleicht einmal kurz zum Essen. Ich denke mal, ihr habt gerade ein paar Brötchen schon gegessen. Es gibt natürlich ein Mittagessen von 12 bis 13 Uhr und dieses Jahr auch als Novum, weil das die letzten Jahre nicht stattgefunden hat, gibt es auch ein Abendessen bei der Afterparty. Das heißt, ihr braucht dieses Jahr keinen Döner auf den Weg holen. Es wird ein sehr, sehr cooles Essen geben, sehr gutes Catering. Die Abendveranstaltung findet im Hühnerposten statt. Das ist hier in der Nähe für die Hamburger. Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. Wir haben aber 10 Shuttlebusse, die starten irgendwie so 17:45 roundabout, hängt auch irgendwie rum. Es sind 10 Shuttlebusse, die gleichzeitig fahren und eigentlich jeden auch mitnehmen sollten, falls ihr irgendwie nochmal ins Hotel wollt oder sowas. Also die Location können wir sonst auch nochmal posten oder ich glaube, vielleicht sieht man die auch online. Aber wie gesagt, Hühnerposten ist die Location, findet ihr sonst irgendwie auch auf Quipe und so weiter. Genau, wir wollen, dass ihr euch hier wohlfühlt. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, zu den Anregungen komme ich gleich noch, also wenn ihr erstmal vorläufig Fragen habt, dann sprecht einfach die Leute in diesen weißen T-Shirts an, davon rennen ganz schön viele hier rum. Das sind auch alles Mitarbeiter unserer Firma, das sind keine professionellen Konferenzveranstalter oder sowas, versuchen trotzdem euch irgendwie so gut es geht zu helfen und haben auch versucht, hier eigentlich genug Leute ranzuholen. Es ist in jedem Kinosaal permanent eine Person und es rennen eigentlich hier überall relativ viele Leute rum. Wenn ihr eine Frage habt, wirklich irgendwie nicht zurückhaltend sein, sprecht die Leute an, versuchen das zu regeln. Für die Leute, die es gerade noch nicht mitbekommen haben oder die es in unserem Newsletter nicht gelesen haben, an diesen Kino-Countern gibt es Popcorn umsonst, gibt es Nachos umsonst, mit Käse-Dip, soweit ich weiß sogar. Also bedient euch da gerne, werft nicht mit Popcorn rum, das wäre irgendwie doof, aber holt euch gerne Popcorn, es gibt auch Softdrinks umsonst, Kaffee natürlich, denke mal, das haben gerade auch schon alle mitbekommen. Aber wie gesagt, das war jetzt gerade irgendwie noch nicht ganz aufgebaut, aber ihr könnt auf jeden Fall Popcorn und Nachos bekommen. Genau, vielleicht mal kurz zur Abendveranstaltung. Wir haben auch in guter alter Tradition der letzten Jahre wieder Coupons klar gemacht, mit denen ihr quasi Getränke umsonst bekommt. Es sollten eigentlich auch so viele Coupons da sein, dass wenn ihr nicht gerade hier massives Besäufnis starten wollt, wovon wir abraten würden, sollten eigentlich genug Coupons für alle da sein. Vor allen Dingen, ihr bekommt diese Coupons beim Eingang in die Abendveranstaltung, vor allen Dingen, wenn ihr nicht mit diesen Coupons wieder wegrennt, sondern wenn ihr irgendwie abhaut und noch Coupons habt, gebt die einfach eurem Nachbarn, der freut sich sicherlich drüber. In der Hoffnung, ihn dann auch am nächsten Tag noch früh morgens zu sehen. Aber trotzdem gibt ihm die Coupons. Das wäre auf jeden Fall doof, wenn wir diese Coupons nicht einlösen. Weil, wie gesagt, da kriegt man eben für einen Coupon kriegt man einen Softdrink oder ein Bier oder einen Wein oder einen Sekt, glaube ich. Und für zwei Coupons eben einen Longdrink. Morgen gibt es natürlich auch wieder Frühstück. Das ist, denke ich, klar. Genau. Wir hoffen, dass das nicht die letzte Konferenz war. Wir sehen die Developer Conference nach wie vor auch als Work in Progress. Das heißt, wir versuchen uns nach wie vor jedes Jahr zu verbessern. Wie gesagt, wir sind keine professionellen Konferenzveranstalter. Wir haben ganz schön viel zu tun mit dem, was wir tun, aber wir versuchen trotzdem, diese Konferenz eben aufrechtzuerhalten. Haben uns deswegen auch dieses Jahr zum ersten Mal, weil das dieses Jahr wirklich auch nochmal ein massiv größerer Aufwand war, eine professionelle Eventmanagerin rangeholt. Das ist Sarah Fitzke. Magst du vielleicht einmal kurz aufstehen? Auch nochmal herzlichen Applaus. Also wenn ihr direkt Feedback habt, könnt ihr auch direkt auf Sarah zugehen. Sarah hat wirklich die letzten 8 Monate Vollzeit daran gearbeitet, diese Konferenz auf die Beine zu stellen. Wie gesagt, wir haben es das erste Mal brutalst unterschätzt, was das für ein Aufwand ist. Das sollte uns nicht normal passieren. Deswegen haben wir jetzt eben eine Vollzeitperson, die sich darum kümmert und freuen uns ganz enorm, dass das alles so hingehauen hat und waren super geflasht, vielleicht ihr auch, von dieser ganzen Kulisse, wenn man ins Kino reingeht. Wir werden im Nachhinein nochmal eine E-Mail rumschicken, eine Newsletter und euch um Feedback bitten. Das wäre super, wenn ihr das irgendwie ausfüllen könntet. Einfach irgendwie, welche Talks fandet ihr gut, welche nicht, von welchen Themen würdet ihr euch vielleicht mehr wünschen, von welchen weniger, und auch allgemeines Feedback.
sind wir sehr, sehr froh, wenn ihr uns das gebt, dass wir uns halt nächstes Jahr wieder verbessern können. Wie gesagt, ist ein Work in Progress. Eine Kleinigkeit irgendwo draußen ist auch so ein Topf. Wir suchen einen neuen Namen für die Developer Conference. Wir haben nämlich festgestellt, .eu, die Leute geben mal .de ein. Das ist alles nicht so cool, generischer Name. Also haben wir uns überlegt, wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir auch irgendwie einen coolen, fancy Namen hätten, der halt nicht generisch ist. Und deswegen suchen wir einen neuen Namen. Nächstes Jahr wird die Konferenz also unter einem neuen Namen sein sozusagen. Und wenn ihr eine coole Idee habt für einen Konferenznamen, werft diesen Namen, schreibt ihn entweder auf eure Visitenkarte oder auf ein Blatt Papier mit eurem Namen. Eure E-Mail-Adresse haben wir durch die Anmeldung. Und werft die in diesen Topf. Wenn wir einen dieser Namen nehmen, bekommt die Person, die den Vorschlag gemacht hat, lebenslangen, kostenlosen Eintritt zu unserer Konferenz. Ich hoffe, das ist Motivation genug. Genau, weil das auch letztes Jahr viel gefragt wurde, das Kino 1 wird gefilmt. Das heißt, wir mit dem Einverständnis der Speaker im Nachhinein werden wir auch ein paar Talks hochladen, hoffentlich. Dann kann man ein bisschen was einsehen, aber es wird auch nur Kino 1 gefilmt, die anderen Säle nicht. Ja, genug der langen Worte. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten 2 Tage. Wir hoffen, ihr fühlt euch hier wohl und lernt ein bisschen was und habt Spaß und lernt coole Leute kennen und nehmt irgendwie was mit und geht positiv aus dieser Konferenz raus. Nochmal herzlich willkommen und viel Spaß bei den nächsten 2 Tagen. Auch von mir nochmal viel Spaß. Genau, in 10 Minuten ungefähr gehen dann auch die Talks los. Also, wenn ihr möchtet, verteilt euch auf die Säle.